Wir sind am Kenai River angekommen, einem der wohl bekanntesten Lachsangelstellen der Welt. Arthur hat jetzt die Angel geholt und jetzt muss er sich erstmal in der Lachsfischtechnik üben. Anfängermodus. Ich bin mir sicher, es dauert nicht lang und dann kann der Mann das.1985 wurde der weltgrößte Königslachs mit einem Gewicht von ca. 44 Kilogramm im Kenai River gefangen. 8 der 10 größten Königslachse hat man hier bereits herausgeholt, wodurch die Stadt zu einem sehr touristischen Fischerort geworden ist. Da wir aber noch für den Abend verabredet sind, reichte die Zeit nur mal für einen ersten Versuch aus. Für den Lachserfolg muss man dann doch etwas mehr Geduld mitbringen. Bereits am Weg treffen wir zufällig auf Christina und Brian von Dirt Trails Wanted, mit denen es heute nämlich noch zum westlichsten Punkt unserer Reise, dem Anchor Point auf der Kenai Peninsula, gehen soll. Dort kann man direkt mit dem Fahrzeug am Strand stehen. Das heißt, wir haben erstmalig die Chance, Yoda im Sand zu versenken. Juhu! Den Reifendruck senken wir auf 3 und 3,5 Bar ab und ich schaue mir das Ganze lieber erstmal von draußen an. Auch wenn Yoda und Arthur die Sandpartie sehr gut meistern, muss ich zugeben, dass meine Windel heute ganz schön voll ist. Aber wenn man nicht alleine unterwegs ist, dann hat man immerhin jemanden, der im Notfall auch mit anpacken kann. Er schaut glücklicherweise so aus, als wäre es zumindest heute nicht notwendig. Aber so ist gut, glaube ich. Ist ja wirklich Porno.
Hallo. Hallo. Na, was geht so? Es ist windig. Es wird nicht der allerschönste Tag. Darum, wie gesagt, nachdem das jetzt schon wieder höchste Zeit ist, haben wir gesagt, wir reorganisieren mal unsere ganzen Staukisten mal wieder. Das heißt, alles raus und neu rein, weil wir haben ein bisschen Chaos, seit uns die eine Staubox auf dem Dämpster abgeflogen ist. Haben wir so ein bisschen Chaos drin, weil wir das ganze Zeug, was da drin war, halt verräumen haben müssen in alle anderen. Und da werden wir jetzt mal eine neue Ordnung schaffen. Freust du dich? Voller. Ich räume gerne auf. Ordnung ist das halbe Leben. Greta frisst ihren Stock. Oh, und Gras in der Zwischenzeit. Dirtressen hier. Und wir räumen jetzt erstmal auf. Bei 12 Quadratmetern ist Ordnung noch etwas wichtiger als in einer gewöhnlichen Wohnung. Wir kommen aber mit unserem Platz extrem gut aus und sind der Meinung, dass für 2 Personen eigentlich auch eine kleinere Kabine reichen würde. Wenn man auf Reisen ist, realisiert man eigentlich erst, mit wie wenig Dingen man auskommen kann und dass man eigentlich immer mehr mitnimmt, als man braucht. Das Wichtige ist beim Reisen ja auch nicht, womit man unterwegs ist und was man dabei hat, sondern was man erlebt und vor allem auch die Menschen, mit denen man diese Erlebnisse teilen kann. Drei Tage lang genießen wir diesen wundervollen Platz, von dem aus man auf der anderen Seite des Meeres 6 Vulkane sehen kann, darunter auch heute noch aktive. Ich realisiere, dass es für mich das erste Mal ist, dieser besonderen Art von Bergen so nahe zu sein. Die Vulkane stellen eine Art Anfang der 80 teils noch aktiven Vulkane der Aleuten, ehemals untermeerische Vulkane, die den Meeresspiegel durchstoßen haben und nun eine Inselkette zwischen Nordamerika und Asien bilden, dar. Dort taucht die pazifische Platte unter die nordamerikanische Platte ab, was mit einem aktiven Vulkanismus einhergeht. Somit ist die Inselgruppe Teil des pazifischen Feuerrings. Wir müssen uns hier aber erstmal weniger vor Vulkanausbrüchen fürchten und können daher ganz unbesorgt den Strand entlangfahren. Nach dem Luftauffüllen und einem weiteren Blick auf die Vulkane wollen wir noch nach Homer. Da der Ort einzig durch den Sterling Highway erreichbar ist und auch dessen Ende bildet,
hört man auch hin und wieder den Spitznamen The End of the Road. Dort sind wir schwer vom Besucherzentrum, welches fast einem kleinen Museum gleicht, begeistert. Wenn man in Homer ist, darf man die etwas vorgelagerte Landzunge Homer's Bit eigentlich nicht auslassen. Nicht nur, weil die Fahrt dorthin schon wunderschön ist, sondern weil man dort den frisch gefangenen Fisch der Seeleute anschauen und wenn man mag, auch essen kann. Homer hat wegen der sehr großen Heilboote, die dort gefangen werden, auf Sportfischer aus aller Welt eine hohe Anziehungskraft. Lange war der Ort sogar als Heilbootangler-Hauptstadt der Welt bekannt. Es ist schon sehr touristisch, aber es lohnt sich dennoch, dorthin zu fahren. Östlich der China-Halbinsel wartet bereits eine weitere wunderschöne Ecke auf uns. Daher nehmen wir euch nächste Woche mit nach Valdez.